Willkommen beim Video zum Kästchen 1 zu .... In diesem Video lernst du, wie man bei einer gegebenen Wahrscheinlichkeit das Verhältnis 1 zu x bestimmt. Sehen wir uns dazu gleich das Beispiel an. Eine bestimmte Wahrscheinlichkeit p beträgt 0,00042. Stelle die Wahrscheinlichkeit als Verhältnis 1 zu x dar. Das heißt, wir sollen die Wahrscheinlichkeit in der Form p ist gleich 1 zu x darstellen. Die Wahrscheinlichkeit 1 zu x lässt sich auch als Bruch anschreiben. Das p ist bekannt und den Wert für x wollen wir ermitteln. Versuche nun selbst, die Gleichung nach x umzuformen und so das entsprechende Verhältnis zu berechnen. Halte das Video nun kurz an. Schauen wir uns das Beispiel gemeinsam an. Für meine Wahrscheinlichkeit p gilt p gleich 1 durch x. Mein x suche ich. Also multipliziere ich im ersten Schritt die Gleichung mit x. So bekomme ich mein x auf die linke Seite und erhalte b mal x ist gleich 1. Damit mein x alleine steht, brauche ich nur noch durch p dividieren. Ich erhalte also x ist gleich 1 durch p. Jetzt brauche ich nur mehr meinen Wert für b von oben einsetzen. Also 1 durch 0,00042. Und schon erhalte ich meinen Wert für x, nämlich 2380,9 und so weiter. Also rund 2381. Die Wahrscheinlichkeit beträgt also rund 1 zu 2381. Was bedeutet das nun genau? Kann es auch passieren, dass das Ergebnis bei 2381 Versuchen dreimal eintritt? Überlege dir das wieder zuerst selbst und pausiere kurz das Video. Wird der Versuch 2381 mal durchgeführt, kann man zwar erwarten, dass das Ereignis einmal eintritt, es kann aber auch passieren, dass bei einer Versuchsreihe das Ergebnis einmal eintritt, bei der nächsten dreimal, bei der anderen keinmal und so weiter. Das heißt, es kann bei den 2381 Versuchen auch passieren, dass das Ergebnis kein einziges Mal eintritt, zweimal, dreimal oder sogar 2381 Mal. Das war's schon wieder. Danke und bis zum nächsten Video.